Ich habe mich so gefreut, als dieser neue verrückte Modus für Vanguard vorgestellt wurde. Eine riesen Map, es gibt Panzer, Fahrzeuge ganz allgemein, irgendwie einen neuen Modus und dann einen Trailer, der halt wirklich krass aussieht. Und ich bin reingesprungen und wurde bitter enttäuscht. Der Modus ist wirklich komplett langweilig und ich finde es extrem schade. Ich habe das Gefühl, Vanguard wird eh schon nicht wirklich viel gespielt. Oder was heißt, ich habe ein Gefühl, das ist ein Fakt, Vanguard wird nicht viel gespielt, das ist ein sehr unbeliebtes COD. Und ich dachte, vielleicht kommt mit dem neuen Modus wieder so ein bisschen Schwung in die ganze Sache. Vielleicht macht das allen Spaß, vielleicht macht mir der Modus Spaß und man kann das Game wieder suchten. Vielleicht ist das was, was in Richtung Bodenkrieg geht, aus MW. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Der Modus spielt sich extrem komisch. Man hat irgendwie diese komischen Bases, die man einnehmen muss. Und wenn man so eine Base hat, kann man richtig krass da irgendwie oben campen und runterschießen. Irgendwie gibt es gar keine richtigen Gunfights, die irgendwas entscheiden. Das gibt es vielleicht ganz kurz am Ende, aber die meiste Zeit geht es einfach darum, eine Bombe einzusammeln, eine Nemoda-Bombe, und die muss man zur eigenen Base bringen. Dann kann man auswählen, welche Base vom Gegner zerstört werden soll. Und das macht man so oft, bis alle Bases kaputt sind. Und dann hat man gewonnen. Weil ich mich aber selbst so ein kleines bisschen hasse, werde ich jetzt trotzdem reinspringen in Wettrüsten, in den neuen verrückten Modus, der ganz schön langweilig ist. Oh, ich glaube, ich komme hier ein bisschen zu spät. Nice, den haben wir. Problem ist nur, dass wir jetzt hier in den Hof müssen, glaube ich. Damit es zählt, punktetechnisch. Nee, hier oben kann ich auch umkämpfen. Umkämpft, umkämpft. Ich habe seinen Schatten gesehen. Okay, rein da, rein da, rein da. Ich stimme mich mal lieber. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwo noch Gegner. Ich glaube, das war der Gegner. Nice. Warte mal, das Ding ist ja einfach bei uns gespawnt. Das ist ja fies. Guckt mal, wie nah das einfach bei unserem Punkt ist. Hä? Fortnite entfernt bauen? COD fügt bauen hinzu. Ich fahre hier einfach mal runter. Oh. Was ist das für eine Physik? Und wieder Vollgas. Ja, also das macht man halt eigentlich die ganze Zeit. Nebula 5 Bomben einsammeln. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Ich fliege runter und verteidige noch ein bisschen. Yes! Okay, wir haben sie zum Ziel gebracht. F wird zerstört, das heißt, sie landen wahrscheinlich alle bei D. Das heißt, wir müssen jetzt D verteidigen. 17 Sekunden, verteidigen. Hier scheint überhaupt keiner zu kommen. Das wird ein easy win, würde ich mal sagen. Traust du dich? Traust du dich? 15 Schuss, reicht mir. Bam. Ich springe Multiplayer. Irgendwie macht der Multiplayer mehr Spaß. Ach ja, und Waffenleveln ist jetzt 20% schneller seit dem letzten Update. Auch irgendwie ein bisschen frech, dass es jetzt kommt. Wenn das Game eh wenig spielen und man eh die Waffen schon hochgelevelt hat. Fast schon so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, wie bei den Oscars. Ich verstehe nicht, wie der spielt. Der liegt halt wirklich immer irgendwo in der Ecke rum. Okay. Das gefällt mir hier gerade alles gar nicht. Nehmen wir mit. Ich muss zugeben, ich dachte irgendwie, der ist unten drin. Okay, spawn unten. Einer links oben. Au. Wäre ich gerade fast von meinem eigenen Bomber gestorben? Ich glaube, das ist gerade fast passiert. Macht der Bombe überhaupt Sinn? Das ist halt auch so eine Frage. Ich will ihn halt immer benutzen, um die Leute so ein bisschen, die Gegner so ein bisschen zu verwirren. Um die aus der Reserve zu locken, praktisch. Schön, schön, schön. Als ob die da einfach weiter unten spawnen. Schön.
Schön. Warum ist das Ding eigentlich immer noch aktiv? Was ist da los? Nein! Ist einfach zu Ende. Ich war auf einer voll guten Streak. Ich glaube, die kommen jetzt da unten. Da ist einer von mir. Das heißt, die müssten hier sein, oder? Tatsache. Schön. Naja, doch, die kommen von hier links. Nehmen wir den Titan mal weg. Dann haben wir die Drohne. Oh, jetzt hier eine kleine Streak wäre halt schon ganz lecker, oder? Sehe ich auf jeden Fall so. Mate, 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 die kommen da alle. Ach, ich hau den einfach mal raus, den Bomber. Vielleicht kann er die Gegner so ein bisschen ablenken und ich kann dadurch mehr Kills machen. Das wäre jetzt mein Ziel an der Stelle. Geil. Okay, ich habe Angst. Orbi. Schön. Oh, wenn es so weitermacht, können wir die hier wirklich gut abfarmen. Junge, Junge. Okay, die spawnen noch hinten. Schön, schön, schön. Wo kommst du lang? Hier lang? Okay. Ich habe dich die ganze Zeit gesehen, mein Freund. Oh mein Gott, ich dachte jetzt, ich sterbe, weil ich so ein bisschen push. Das hätte mich sehr geärgert. Oh, das Ding ist halt immer noch aktiv. Warum ist das so lange aktiv? Finde ich gut, aber irritiert mich. Autsch, autsch. Jetzt wird's hier doch gefährlich. Nein! Nicht sterben. Nicht sterben an diesem Ding. Autsch! Oh, ich muss ein bisschen nach vorne, aber ich traue mich eigentlich nicht so richtig. Na komm. Warum sind keine Mates, die mir helfen? Wo sind alle? Ich hab sie! Let's go! Da ist sie! Geil! Nein! Nicht sterben jetzt! Nicht sterben jetzt! Ich glaube, da unten am Panzer ist noch einer versteckt, um ehrlich zu sein. Hilfe? Hahaha, geil. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da für weitere Videos. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem neuen Modus sagt. Was sagt ihr zu Arms Race? Macht ihr euch Spaß? Spiele ich den vielleicht falsch? Lasst uns in den Kommentaren drüber diskutieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.